Hi. Die Polizei gibt es nicht zu, aber die Eclipse-Schwestern beherrschen diese Gegend. Schwestern? Inaya hat angeordnet, dass wir sie durchlassen sollen. Passen Sie auf. Da hinten sind Söldner. Wir warten auf Verstärkung. Ach Quatsch, Transport ist halt. Eria, Ewaya, wir sollten das als Lagerüberschuss betrachten. Schicken Sie den Rest an den üblichen Ort zu Thax. Ein paar Teile weniger wird er nicht vermissen. Keine Ahnung. Dass alle automatisch die Waffen gezogen haben, weiß nichts Gutes. Da sind Platinen. Zack, zack. Das war nice. Leichter. Okay. Easy. Da habe ich jetzt aber mehr erwartet. Kommen da noch welche? Diese Bänder sind cool. Piepen so schön. Das waren meine besten Leute. Sagen Sie mir, was ich wissen will. Und ich bin sofort weg. Wo haben Sie sie hingeschickt? Sie glauben, ich verrate Sie? Sie würde mir Schmerzen zufügen, die Sie sich nicht vorstellen können. Wie hieß das Schiff? Ihr Leben hängt von der Antwort ab, Lieutenant. Selbst wenn Sie mich töten, wird eine von uns Sie kriegen, Justikarin. Wie hieß das Schiff, mit dem sie geflohen ist? Oh, fahren Sie zum Teufel! Mögen Sie Frieden in den Armen der Göttin finden. Aua. Mein Name ist Tamara und ich diene dem Justicar-Kodex. Meine Gegner sind die Eclipse-Schwestern. Aber jetzt stehen drei gut bewaffnete Kämpfer vor mir. Sind wir Freunde oder Feinde? Das hängt von dir ab. Die Söldnerin war verletzt und hilflos. Erledigen Sie jeden, der Ihnen nicht hilft? Wenn die Sache wichtig genug ist, ja. Ist das bei Ihnen anders? Wir haben Fate nur schwer verwundet. Wir haben ihn nicht getötet. Ich habe Feinde ausgeschaltet, aber immer mit gutem Grund. Ich folge meinem Kodex, der ganz klar definiert ist. Wenn mein Handeln diesem Kodex entspricht, ist es richtig. Wenn nicht, bin ich im Unrecht. Ich behaupte nicht, dass es immer leicht ist oder dass jeder es für richtig halten muss. Aber ich habe einen ungestörten Schlaf, was die meisten von sich nicht behaupten können. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Also irgendwie muss ich tatsächlich sagen, mir gefällt das überhaupt nicht. Denn so ein Kodex verändert sich ja nicht so ohne weiteres. Der ist steif. Und kann sich irren. Und dementsprechend kann der Kodex auch etwas besagen, was völliger Schwachsinn ist und sie würde dem trotzdem blind folgen. Es ist immer scheiße, irgendwas blind zu folgen, ohne selber nachzudenken. Und der Kodex verhindert ja, dass sie selber über ihre Taten irgendwo nachdenkt. Lieber unruhig schlafen, als hirnlos irgendeinem Kodex, einer Religion oder irgendeinem Anführer oder was weiß ich hinterher zu rennen. Selber denken. Immer. Man kann natürlich anderen vertrauen und auch direkt das tun, was sie sagen, ohne es zu verstehen, kein Problem. Aber man sollte immer versuchen, zumindest sein Gehirn selber noch einzuschalten.
Und irgendwie da was zu machen, einfach nur blind Befehle zu folgen, ist der letzte Dreck. Sie müssen mir helfen, die Kollektoren zu besiegen. Die Kollektoren sind ein würdiger Gegner. Ich würde mich sehr gerne mit ihnen messen. Aber ich bin auf der Suche nach einem höchst gefährlichen Flüchtling. Ich hatte sie hier in die Enge getrieben, aber die Eclipse-Schwestern haben sie weggebracht. Ich brauche den Namen des Schiffes, auf dem sie war, bevor die Spur kalt wird. Ich wünschte, sie würden den Menschen begleiten, Justikaren. Ich habe Befehl, sie zu verhaften, wenn sie nicht gehen. Sie gehen ein großes Risiko ein, indem sie ihre Befehle befolgen, Detective. Zum Glück muss ich mich nicht weigern. Mein Kodex verpflichtet mich dazu, einen Tag lang mit ihnen zu kooperieren. Danach muss ich meine Ermittlungen fortsetzen. So schnell kann ich sie nicht wieder freilassen. Sie werden mich nicht aufhalten können. Ich will sie gar nicht dabei haben. Für Menschen ist das hier verwirrend. Kann mich mal jemand aufklären? Ich wollte sie davon überzeugen, mit ihnen zu gehen. Aber Justikare und ihr Kodex. Der Detective hat den Befehl, mich festzunehmen. Ich kann sie nicht zur Befehlsverweigerung zwingen. Aber sie gehorchen nur einen Tag lang. Und danach töten sie sie, weil sie ihren Job macht? Leider ja. Ich sag doch, dieser Kodex ist für den Arsch. Ich besorge den Namen des Schiffes. Wenn sie das tun, schließe ich mich ihnen an. Dann ist dem Kodex Genüge getan. Meine Fresse. Können Sie mir mehr über Justikare erzählen? Wir sind Individuen, die Familie, Kindern und weltlichen Besitz abgeschworen haben. Von ein paar Waffen und Panzerung mal abgesehen. Wir durchreisen das Gebiet der Asari und machen geschehenes Unrecht wieder gut. Gemäß dem uralten Kodex, den wir alle auswendig gelernt haben. Toll. Sie haben Ihre eigene Meinung auswendig gelernt. Applaus dafür. Ilium wird zwar von Asari beherrscht, liegt aber nicht in ihrem Gebiet. Meine Feindin ist hierher geflohen. Ich habe geschworen, sie zur Strecke zu bringen und ich werde ihr überall hin folgen. Ein Justikar verlässt nur selten das Gebiet der Asari, aber ich muss meinen Schwur halten. Wenn das zu meinem Nachteil gerät, werde ich es akzeptieren. Tja, wenn sie jemanden von einer anderen Spezies tötet, dann hat sie gelitten. Was ist denn zum Beispiel, wenn sie jetzt irgendwo hingeht, wo Menschen, zum Beispiel wenn sie auf die Citadel geht und da Scheiße baut? Ich glaube, C-Sicherheit wird ihr das nicht so einfach durchgehen lassen. Dann macht sie dann ganz schnell Klack-Klack und dann ist Justikarin weg. Eben haben sie sich noch geweigert, ihre Ermittlungen einzustellen und jetzt schwören sie plötzlich, mir überall hin zu folgen? Wenn ich bleibe, werde ich viele Unschuldige töten, um der Inhaftierung zu entgehen. Mich zum Beispiel. Dabei könnte ich fallen und meine Feindin könnte ihre Verbrechen fortsetzen. Wenn ich mit ihnen gehe und ihre Mission überlebe, kann ich danach meine Ermittlungen wieder aufnehmen. Dazu brauche ich den Schiffsnamen, um sie zu ihrem nächsten Unterschlupf verfolgen zu können. Die Entscheidung fällt mir leicht. Eine geringe Chance ist besser als gar keine. Dieser Justikar-Kodex scheint ziemlich strikt zu sein. Das mag Ihnen so vorkommen. Aber ich bin nun mal darauf vereidigt. Der vorteilhafte Weg mag schnell und einfach sein, aber das macht ihn noch lange nicht richtig. Das ist falsch. Ihr Weg ist schnell und einfach, weil sie nicht selber über irgendetwas nachdenken muss. Sie guckt einfach, okay, ich soll das machen, Blätter, Blätter, Blätter im Hirn. Okay, Kodex sagt das, okay, also mache ich das. Ende. Wenn du allerdings die Entscheidung bekommst, ja, widersetze ich mich oder nicht, dann musst du erstmal überlegen, okay, wie gefährlich ist der Feind? Lohnt es sich dafür? Kann ich nicht einfach das umgehen? Kann ich nicht einen anderen Weg finden, wo ich niemanden töten muss? Zum Beispiel im Geheimen operieren und nicht einfach alles, was mir vor die Flinte kommt, töten. Oder mich irgendwo einhacken. Oder vielleicht sogar ein paar Tage auf dem Präsidium sitzen. Vielleicht ist es ja eh egal. Offenbar ja, weil, ich meine, wenn wir den Schiffsnamen rauskriegen, dann hilft ihr das ja auch noch nicht. Selbstdenken ist immer schwieriger, als irgendeinem Kodex zu folgen. Samawa ist... Das ist dumm. Haben Sie irgendwelche Spuren? Der Volushändler Pitney Four ist darin verwickelt. Eclipse-Söldner wollten ihn aus dem Weg räumen. Holen Sie die Wahrheit aus ihm raus. Er kennt vielleicht einen Weg in die Eclipse-Basis. Nun, ich muss zurück auf mein Revier und Sie muss ich wohl mitnehmen. Ich danke Ihnen, Shepard. Mhm.
Sie ist mächtig, keine Frage. Aber hirnlos einem Kodex zu folgen, hilft nicht. Ich habe gehört, man kann von Eclipse roten Sand kaufen. Nur hintergehen sollte man sie dabei nicht. Hallo Erdenclan. Haben Sie mit dem Detective gesprochen? Sie haben behauptet, von all dem nichts zu wissen. Sie haben jetzt genau eine Chance, diese Aussage zu korrigieren. Was soll das heißen, Erdenclan? Ach, herrje. Entschuldigung, Wahrheit aus dem Rausholen. Bitte nehmen Sie das weg. Ich werde auch kooperativ sein, das schwöre ich. Erzählen Sie mir alles darüber. Ich habe eine Chemikalie nach Ilium geschmuggelt, die im Kampf Biotikkräfte verstärkt. Und giftig ist sie außerdem. Ich habe möglicherweise vergessen, Letzteres gegenüber Eclipse zu erwähnen. Darum sind sie jetzt ungehalten und wollen mich umbringen. Das macht Sinn. Es klingt, als wären sie ein Betrüger, dessen Praktiken sich jetzt endlich einmal gerecht haben. Völlig richtig. Aber ich hätte nicht so lange als Händler überlebt, ohne zu wissen, dass man bei guten Geschäften manchmal ein wenig großzügig mit der Wahrheit sein muss. Top. Eclipse hat kürzlich jemanden von dieser Welt geschmuggelt. Ich brauche den Namen des Schiffes, das sie weggebracht hat. Ich weiß nichts darüber, dass sie Leute schmuggeln. Aber in ihrer Basis gibt es darüber bestimmt Unterlagen. Ich habe einen Passierschein, der ausgestellt wurde, damit ich meine Ware importieren konnte. Ich musste ihn zwar abgeben, habe aber zufällig noch eine Kopie davon. Nehmen Sie ihn. Aber Vorsicht. Jede Eclipse-Schwester muss einen Mord begehen, um sich ihre Uniform zu verdienen. Sie sind alle sehr gefährlich. Jede Eclipse-Schwester muss einen Mord begehen. Das heißt, jeder von denen hat mindestens schon einmal jemand umgebracht. Geil. Naja, mal gucken. Der Fahrstuhl fährt nach unten. Bereit zum Kampf. Nicht normgerechte Munition. Gib dir gleich normgerechte Munition. Oh, das. Bionik. Alter. Wie wär's mit gar keiner Dosierung? Das zieht einem ja ziemlich schnell das Leben weg. Boah, Alter. Ich mach das jetzt von hier hinten. Ist das da einer jetzt von denen? Jetzt kann mir nichts was anhaben. Ich weiß es nicht, ob das jetzt einer von denen war. Falls ja, dann ist er jetzt tot. Boah, wie lange bleiben diese komischen Wolken? Barrieren sind blöd. Brennt dieses Zeug eigentlich? Scheinbar nicht. Okay. Aha.
Da. Das war effektiv. Aber ich muss sagen, dieses Zeug ist blöd. Kann sich ja kaum verteidigen. Vor lauter Toxinen in der Luft. Vor allem, ich hab nicht mal biotische Fähigkeiten, wo die ich irgendwie stärken könnte. Reiß die Hütte ab. Irgendeine Schrotflinte. Schrotflinten habe ich eh nicht. Ich habe kein einziges Mal abgefeuert. Ich habe zwar so getan, weil die anderen Eclipse-Schwestern zugesehen haben, aber ich habe nicht geschossen. Ich gehöre nicht zu ihnen. Ich bin ein Neuling. Ich dachte, es wäre cool, Elnora die Söldnerin zu sein. Aber ich wusste ja nicht, was mich hier wirklich erwartet. Sie haben ihre Seite gewählt, Elnora, und verloren. Scheiß drauf, Bastard, und scheiß auf dich. Ich wollte sie zwar nur entwaffnen, aber nach dem Scheiß drauf, Bastard, und Scheiß auf dich. Das sieht interessant aus. Glaube ich, dass das doch die richtige Entscheidung war. Tja, Elnora die Söldnerin ist jetzt Elnora die Leiche. Gefällt ihr bestimmt super. Ich dachte, er entwaffnet sie nur. Headshot. Außerdem so muss ja angeblich jeder von denen einen Mord begehen, um ins Team aufgenommen zu werden. Was bedeutet, dass sie... Man hätte sie festnehmen können, aber... Ich glaube, bis der Officer hier ist, ist die über alle Berge. Also ich will diese ganzen Container weg haben. Ja, ja, Toxin. Überall nur Toxin. Oh. Hier geht die Party. Das war schlecht gezielt. Und schön zwischen die Augen. Und Eclipse Terminal. Eclipse OS 10 oder was? Schnarch. Ja. Moment, ganz kurz husten. Okay. Messer. Mhm, mhm. Ah, okay. Ich frag mich, in welcher Sprache die reden, und ich frag mich, in welcher Sprache die Menschen reden. Ich meine, Deutsch ja wahrscheinlich eher nicht. Sie wahrscheinlich Englisch oder so. Ups. Neutralisierung der Bedrohung eingeleitet. Vorsicht. Ah!
Nice. Kann mal einer den Typen da umbringen? Oh, den kann ich vergiften. Und Sniper. Ziel am Boden. Das muss wehtun. War's das? Schade, ich finde die Position hier so cool.